So, wir werden jetzt heute hier filmen. Ach, hallo übrigens. Lustigerweise habe ich einen Akku vergessen. Ich habe wohl eben die GoPro an Mann, habe gemerkt, dass sie gar nicht angeht, weil kein Akku drin war. Das heißt, der liegt irgendwo daheim. Wahrscheinlich noch im Ladegerät. Ich müsste zwei, vielleicht auch drei dabei haben. Gucken wir mal, was wir hier filmen können. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera noch sieht. Aber mich hat es da unten fast abgeworfen. Irgendwie wurde ich weggeschoben, so einen leichten Slide ins Gebüsch. Naja, Gebüsch ist es nicht, ins Grün gemacht. Ganz dezent auf eine Wurzel gekickt und weggeschoben und unten noch schön in die Brennnessel. Geil. So, Plan lautet jetzt weiterhin mal die alte durch. Wenn es fertig so mit dem Film von außen, dann versuchen wir um 12 den Bus jetzt in 25 Minuten noch zu bekommen. Wenn der voll ist, dann scheiße ich drauf. Und wenn nicht, fahren wir noch eine Lap Richtung Geisberg. Da unten der Flachweg, den hat es noch schön unten am Rahmen gehauen, das habe ich auch gemerkt. Auf dezent. Gucken wir mal, hier muss man wieder die große Kurve fahren. Bin ich in letzter Zeit immer so oft gefahren, da wird es ausgewaschen sein. Ja, zugewuchert als ausgewaschen. Es gibt Sturztreppen. Oh, das ist so geil, die Abkühlung hier. Oh, sieht gut aus. Noch. Dankeschön. Alles gut. Danke. Danke. Ja, ich weiß, danke. Thanks. Danke. Alles gut. Dankeschön. Danke. Danke.
Ja, war relativ entspannt. Das machst du halt immer wieder, selbst im Sommer. Aber ansonsten schön geschmeidig, korrekte Leute. Bei den älteren Damen habe ich ein bisschen langsamer gemacht natürlich. Muss nicht sein, dass man da vorbeiballert, auch wenn sie weit weg waren. Die sahen ein bisschen ängstlich aus. Jetzt gucken wir, ob wir nochmal reinkommen. Wenn nicht, dann war's das. Und dann ist das das Tschüss. Also wie ihr vielleicht gesehen habt, ich habe keine Handschuhe. Ich glaube, die liegen im Bus, aber ich bin mir nicht sicher. Ich wollte eigentlich jetzt hier vorne das schnelle Stück noch filmen. Allerdings ist jetzt etwa 20 vor, sprich ich krieg den Bus gerade unten noch so und hole meine Handschuhe ab, sofern die da drin sind. Aber ich habe sie nirgends anders gefunden, habe in der Zwischenzeit noch schön Eis gegessen. Ja, da ist es halt nicht aufgefallen. Wir sind nicht in die Reihe gefahren. Also mitnehmen wird die Handschuhe eh keiner, weil die stinken. Und ich glaube schon, dass sie im Bus liegen. Aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig ohne Handschuhe. Also es ist, was heißt gewöhnungsbedürftig? Es ist anders. Es ist komplett anders. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Akku wir noch haben. Das kann ich aber jetzt hoch zu Stretch machen. Weil ich glaube, der war fast leer hier. 20 oder so, oder 22. Heißt, der Abfahrt könnte gerade noch so mit drauf kommen. Junge. Hier liegt ja alles rumgeworfen. Ich guck mal, wie ich gerade auf dem Ding stand. So stand ich eben die ganze Zeit auf dem Pedal, weil ich irgendwann abgekommen bin. warum ich hier laufe, weiß ich nicht. Gut. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Luis Gerstner. Ohne Handschuhe fahren ist gar nichts für mich, vor allem nicht im Sommer. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen, dass ich nicht mehr so wirklich Grip kriege. Es fühlt sich anders an, aber ich könnte es nicht. Also man hat ein besseres Gefühl drin. Ich bin auch noch nie ohne Handschuhe gefahren, zumindest nicht downhill. Und das war das erste Mal, dass ich dazu gezwungen war. Ja, ist was anderes. Also du hast mehr Gefühl drin, aber du fühlst dich irgendwie nicht so sicher. Also ich habe in meinem Hinterkopf so dieses Sichere, weil ich halt wirklich noch hier diese D3O dran habe. Fühle ich mich immer sicherer und ich weiß nicht, ich schwitze immer so stark, deswegen habe ich dann halt immer Grip und hier kommt mir halt irgendwann so vor, wie wenn ich zu stark schwitze an den Händen, dass ich dann halt keinen Grip mehr bekommen könnte. Aber ansonsten Feeling gut. So, natürlich ist mir Idiot nicht eingefallen, ich wollte eh oben schieben, dass ich oben hätte auf den Bus warten können. Allerdings habe ich keinen Bock noch mehr Zeit zu verbringen hier
mitschieben, weil ich vorhin 2 Stunden geschoben habe. Das hat mir gereicht. Ja, fange ich jetzt halt am Steigerweg irgendwo ab. Da passt das schon. Hier bin ich ja echt schnell durch den Geißberg. Sollte das kein Problem sein. Wir fahren auch direkt rein. Nächste Runde rückwärts. Ohne Handschuh, ganz weird, ey. Oh Gott. Also mit Rhythm und so ist nichts. Weil ich merke einfach, wie an meinen Fingerspitzen es nass wird. Und es war eben schon schwer, den Lenker wieder zu fangen. Hier bin ich ewig nicht mehr gefahren. Da ist er ja, der alte Herr. Und da? Und fällt da was auf? Ja. Handschuh mehr? Bus vergessen, glaube. Ja, ich war jetzt das zweite Mal oben. Ich habe jetzt 2 Stunden vorhin geschoben gehabt. Ja, jetzt gucke ich, ob ich sie noch kriege und dann. Ja, ich fahre jetzt noch die 3 Mal und dann ist bei mir ein Tug. Ja, ja. Immer ein Rucksack voll Kameras. Klar. Am Meister. Ja, dann viel Spaß. Jo, dir. Ciao. Auch. Ich bin ja.